Vorstellung. Und sozusagen das, der Freund Hein war für mich auch der Anlass, dieses Thema auch zu verwenden. Sie sehen, das Titelbild ist eines der wenigen wenigen Bilder, die ich von einem aufgebauten, das einzige eigentlich, das ich von einem aufgebauten Wiener Bischof gefunden habe. Und ich danke sehr Maximilian Durfeyer für die Fast Lane, wenn man so sagen kann, der also hier aus einer Leichenpredigt, die es im Schottenstift auch in der Bibliothek gibt, mir dieses Bild zukommen hat lassen. Wie wird sich mein Referat gestalten? Ich versuche auch ein bisschen ein Sozialprofil der Wiener Bischöfe zu zeigen. Ich habe das willkürlich, das muss man zugeben, zwischen 1574 und 1853 terminisiert. Es wird um den Tod des Bischofs gehen, es geht um die Aufbahrung im Bischofshof. Spannende Geschichte, da sind wir auch mittendrin bei der Bauforschung. Wo passiert das? Es geht um die Begräbnisfeier, dann um die Prozession, um die Totenmesse im Stephansdom, um die Exequien. Und vieles ist da weniger klar, als man anfänglich glauben möchte. Und die Castra Dolores, die eigentlich etwas ist, was für die Wiener Bischöfe gar nicht erforscht ist. Und um Testament und Testamentvollstreckung. Es wird immer pointillistischer wohl werden zum Schluss hin. Unerbittlich und mit mehr oder minder großen Schritten holt der Tod jeden ein. Der Tod zum Bischof. Euer Würde hat sich verkehrt, Herr Bischof, weis und wohlgelehrt. Ich will euch in den Reihen ziehen. Ihr mögt dem Tod nicht entfliehen. Der Bischof, darauf in resignierend zum Tod, ich bin gar hoch geachtet worden, dieweil ich lebt in Bischofsorden, nun ziehen mich die Ungeschaffenen an ihren Tanz als einen Affen. So dramatisiert der aus der Zeit um 1440 stammende Basler Totentanz die Begegnung eines hochgestellten Geistlichen mit seinem baldigen Ende. Bildlich wurden diese Verse auf der zu Beginn des 19. Jahrhunderts abgebrochenen Friedhofsmauer bei der Basler Predigerkirche untermalt. Bild stand also hier neben dem Text. Diese Totentänze betonen die Macht des Todes und sie umschlossen gleichermaßen weltliche wie geistliche Stände, weder Alter noch Stand, weder Mann noch Frau, weder Erwachsener noch Kind konnte wurde vom wartenden Tod verschont. Meist in vierzeiliger Form und oft 24 Personen umfassend und hier also sozial, funktional absteigend in der Reihenfolge werden also hier Anordnungen von tanzenden Paaren gefunden. Und in einer sozialkritischen Sichtweise ist also auch hier der Bischof integriert, genauso wie der Kaiser, der Papst, der Bettler und der Landmann. Zitat, kommt jetzt mit mir in euer Grab, legt nieder euren schönen Stab, den man euch vorangetragen hat. Der Bischof war dann sozusagen in der Replik, niemals wer werde ich in bemalten Zimmern schlafen oder in einem oberdeutschen vierzeiligen Totentanz aus dem Spätmittelalter, verkündet der Bischof seine Unlust über den zum Tanz aufspielenden Tod. Der Bischof zu den Pfeifern spricht, ihr pfeift gar ins leeren Reihen. Wie wohl, das ist in dem Main. Wann ich doch des kein Freund han, Leibs Wohllust muss ich fahren lang. Alles gut. Ja. Super, danke. Der Tod eines Bischofs ist ein das städtische Leben stark beeinflussendes Ereignis, das sowohl klanglich, textlich, aber auch performativ Folgewirkungen zeitigte. Als am 12. April 1751 der Wiener Kardinalbischof Sigismund Graf von Kolonitz nach über 35 Jahren der Regentschaft im Wiener Bischofshof verstarb, hielt die Residenzstadt den Atem an, weil sich nun eine wohlorganisierte und auch lange Tradition fußende Zeremonie unter großer öffentlicher Beteiligung anbahnte. Schon am 14. April teilte beispielsweise das Wiener Diarium den Leserinnen mit, dass eben der Bischof verstorben sei. Und drei Tage später wurde dann es also auch verkündet,
dass er im großen Saal des Bischofssitzes, welcher mit schwarzem Tuch ausspaliert, mit den Wappen seiner Eminenz behangen war, auf einem mit vier Staffeln errichteten und mit schwarzem Tuch bedeckten und mit Wachskerzen wohlbeleuchteten Trauerbühn unter einem schwarzen Baldachin neben Beilegung deren gewöhnlichen Kardinals- und erzbischöflichen Insignien aufgebahrt werden würde. Und dann beginnt eigentlich das Defilé der Menschen. Hierbei haben sich die hohen Adeligen, der Klerus und das Volk eingefunden und sind also sehr zahlreich erschienen. Dieser Tod des Mächtigen ist eine machtvolle, dieses Leichenbegängnis, eine machtvolle Inszenierung geworden. Und der Leichenzug beginnt dann ganz systematisch die Stadt mit einzuschließen, indem er sich vom Bischofshof über den Hohen Markt aufmacht, über den Graben in Richtung Stephansdom, hier den Stephansdom umrundet und dann sozusagen einmündet. Und es ist ein sozial gestaffelter Zug gewesen, der also am Beginn die hilflosen Armen, die unschuldigen Kinder, die erbarmungswürdigen Kranken und die Alten der Stadt anführt. Und dann kommen die Bewohnerinnen und Bewohner der städtischen Spitäler, das Bürgerspital ist gerade erwähnt worden, die Chaosche Waisenhausstiftung, die Schulkinder. Und dann kommt sozusagen ansteigend die Geistlichkeit, die Weltpriester, die Pfarrer der Stadt. Dann folgen nach der Musik die Choraten der Chur von St. Stephan im Rochett, dann die Prälaten der Stadt und des nahen Umlandes und der Generalvikar Marxer beispielsweise ging unmittelbar vor dem Sarg des Kardinals, der von 24 Priestern begleitet wurde. Ein Gefangen oder am Tor des Stephansdoms empfangen wurde dieser Zug vom ehemaligen Koadjutor und nunmehrigen Bischof Johann Josef Trautzung, der ja Koadjutor mit dem Sukzessionsrecht gewesen ist, und der empfing segnet den Leichenzug und wurde also hier vom Suffragan, vom Wiener Neustädter Bischof Ferdinand von Hallweil hier empfangen. Und dann heißt es im Wiener Diarium, die Leiche wurde in der Kirche um und um zu dem Ort des Begräbnisses getragen und all da von ihrer hochfürstlichen Gnaden abermalen eingesegnet, sodann zur Erden bestattet, nach welcher eine kunstreich verfasste Motetta, also die Musik, große Rolle, angestimmet und mit solcher, diesem hohen Leichenbegängnis, der endliche Schluss gemacht worden. Wenn man sich Tod und Begräbnis anschaut, so spiegelt das Begräbnis immer auch den sozialen Stand des Verstorbenen oder der Verstorbenen zurück oder auch den sozialen Stand der zurückgelassenen Familie. Der Tod und das Begräbnis eines Bettlers unterschied sich fundamental vom Tod eines Monarchen oder eines Bischofs. Das wird also in der Forschung immer mit katholischem Funeralpomp im Sinne von großartiger Ostentation und Verschwendung, so die Diktion von Peter Hersche, hier verbunden. Die Vorbereitungen auf den Tod, die Betonung des Fegefeuers als eines dritten Ortes zwischen Himmel und Erde und eine gezielte von spirituellen, von Sterberitualen begleitete Unterstützung durch Priester bildete das katholische Sterben in der frühen Neuzeit ab. Das Sterben vor dem Hintergrund dieser katholischen Konfessionskultur sollte im Umkreis der Familie und der Freunde und der Assistenz von Priestern stattfinden. Der Empfang der Sakramente war also hier essentiell. Nach dem Rituale Romanum von 1614 durchlief dieses Begräbniszeremoniell drei Stationen. Die erste Station begann also hier mit dem Haus, wo also nach der Einsegnung der Sarg geschlossen wurde. Also es wird also hier auch genau festgelegt, welche Psalmen zu sprechen sind. Psalm 119, 120, 137. Die zweite Station fand in der Kirche statt und hier auch die Feier des Toten Offiziums und die Absolution. Und dann in einer dritten Station wird der Leichnam auf den Friedhof hier überführt.
Tod und Begräbnis sind, Begräbnis vor allem sind also hier im Regelfall immer mit der Legitimierung von Herrschaftssystemen verbunden. Überspitzt formuliert hat das eine neuere Publikation von Jörg Zegler, die die Monarchenbegräbnisse von Bayern und Belgien untersucht unter dem Schlagwort der nützlichen Leichen. Die stehen also hier im Zentrum, auch diese Legitimierung der Herrschaftssysteme steht im Zentrum der Ritual- und Zeremonialforschung im Zusammenhang mit dem Tod. Es ist dabei vorwiegend der fürstliche Tod untersucht worden. Es sind die Begräbnisorte der hochfürstlichen Geschlechter, der Habsburger, der Wittelsbacher, der Hohenzoller untersucht worden. Die Begräbnisfeiern von Bischöfen und Äbten sind dagegen erstaunlich schlecht insgesamt erforscht. Also ich habe hier nur Belege für Salzburg, für Würzburg und Speyer breiter erbringen können. Die Begräbnisorte der Bischöfe haben aber hier insgesamt mehr Aufmerksamkeit erfahren. Wenn man sich hier ein bisschen die Sozialbiografie, wer waren diese Personen überhaupt? Ich habe also 15 Bischöfe zwischen 1574 und 1853 untersucht und Sie würden hier ganz große Unterschiede sehen. Sie würden Bischöfe finden mit extrem langer Amtsperiode, Migazi 46 Jahre, Kolonitz mit 36 Jahren, Klesel mit 32 Jahren, unterbrochen durch das Vikariat von Tobias Schenk. Auf der anderen Seite gibt es auch ganz kurze Amtsphasen wie Harrach mit gerade mal 3 Jahren, mit Sinelli, der Kapuziner am Wiener Bischofsstuhl mit 4 Jahren oder eben Trautson, also der zweite Trautson 1757 mit 6 Jahren. Dazwischen gibt es mehr oder minder kurze Sedisvakanzen. Im Regelfall ist es eigentlich sehr kurz, bis die päpstliche Approbation eintrifft. Bei den 15 Bischöfen waren das im Regelfall 2 Monate. Das ging mitunter in eine Übergangsphase von 1 bis 2 Wochen, wie beispielsweise der Übergang von Johann Josef Graf von Trautson auf Migazi oder von Migazi auf Hohenwart 1803. Und es kann sozusagen sehr lange dauern, wie im Fall der 577 Jahre, Tage der Sedisvakanz nach dem Tod von Bischof Sigismund Anton von Hohenwart 1820. Damit man sich das auch ein bisschen vorstellen kann, wenn die Leute, also die Wiener Bischöfe kommen, das Wiener Bischofsamt ist so wie das Obersthofmeisteramt ein High-End-Amt. Also sozusagen, es wird im Regelfall nicht mehr aufgegeben. Es ist das Ende einer Amtskarriere in kirchlichen Dienst. Wir sehen auch, dass die Wiener Bischöfe im Regelfall mit knapp 50 Jahren ihr Amt antreten. Ausnahme wäre zum Beispiel Kaspar Neubeck mit gerade mal 29 Jahren. Regional kamen diese Wiener Bischöfe aus verschiedenen Teilen des Heiligen Römischen Reiches bzw. der Habsburger Monarchie. Der einzige natural-born Wiener war also Melchior Klesel, sonst sind es lauter Fremde. Wir haben hier ganz stark den donauländischen Bereich vertreten mit Trautson, mit Harrach. Wir haben ungarische Wurzeln bei Bräuner, bei Sinelli. Wir haben den Trientiner Raum beispielsweise bei Migazi und Firmian und das Heilige Römische Reich ist ein ganz wichtiger Rekrutierungsraum der Wiener Bischöfe. 4 Wiener Bischöfe kommen von dort, Neubeck, Wolfrat, Waldendorf und Rummel. Und dann würden wir auch natürlich den kleinischen Bereich sehen und andere mehr. Ein Drittel dieser Wiener Bischöfe waren Bürger, und da ist es vor allem eine Geschichte des 16. Jahrhunderts. Es ist Neubeck beispielsweise gewesen, der Wiener Bäckersohn Klesel, der Kölner Schneidersohn Wolfrat und der Komorner Fleischhauersohn Sinelli, die also hier oder natürlich auch Milde, die also hier zu nennen sind. 10 waren Adelige, wobei hier 2 Wiener Bischöfe aus dem Freiherrenstand stammen, Rummel und Waldendorf, und der Rest stammt aus dem Grafenstand wie Bräuner, Firmian, Harrach, Hohenwart. Wenn man sich die Ausbildungswege anschaut, dann würde man sehen, viele von denen sind Germaniker.
Also 5 von den 15 Bischöfen haben ihre Ausbildung im Collegium Germanicum, das ja 1552 gegründet wurde, als Priesterseminar erfahren. Ein Studium der Rechte in Rom war von Vorteil, war ein Sprungbrett, wie man das bei Harrach, Kolonitz und Johann Josef Trautson sehen kann, aber auch Studien an Universitäten haben sich hier ausgezahlt, also Hohenwart beispielsweise oder auch Firmian, der in Salzburg studiert. Der weitere Weg führt über die Domkapitel und da würde man natürlich auch viele Beispiele finden. Man könnte auch sagen, die Nähe zum Wiener Hof, zur Zentralverwaltung ist ebenfalls ein Faktor, der eine bischöfliche Karriere anstoßen kann. Waltendorf ist also hier immerhin Reichsvizekanzler in Wien gewesen. Wolfrat war ein universell einsetzbarer Verwalter, der also zum Präsidenten der Hofkammer hier aufgestiegen ist. Genau. Schon im 16. Jahrhundert, also der Ressourcenpool des Wiener Hofes, das wollte ich damit sagen, ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger gewesen. Die meisten Wiener Bischöfe waren Weltgeistliche, aber es gibt auch Ordensgeistliche, unter ihnen Sinelli, Kapuziner, Hohenwart Jesuit und Wolfrat war zuerst Zisterzienser und dann mit einer Sondergenehmigung des Papstes ist er zum Abt des Benediktinerklosters Kremsmünster hier aufgestiegen. Der Tod des Bischofs ist eine spannende Geschichte. Beim Tod des Bischofs wird das Archiv ganz massiv bemüht. Also unmittelbar nach dem Tod des Bischofs beginnt man im Archiv nach einem Best Practice, also nach zeremoniellen Vorbildern hier zu suchen. Auch bei den Begräbnisfeiern des Wiener Bischofs kann man von 3 verbundenen Teilen hier sprechen. Also es geht um die die Aufbahrung im Bischofshof, es geht um das Requiem sozusagen, das im Stephansdom gesprochen wird und dann das Begräbnis fällt dann im Stephansdom hier also zusammen, also die zweite und die dritte Station fallen also hier in eins. Man weiß relativ genau über die letzten Tage der Wiener Bischöfe, das ist zwar nicht systematisch untersucht, aber man weiß zum Beispiel, Rummel konnte am Ende seiner Amtszeit sich nicht mehr bewegen und musste Tag und Nacht sitzend schweres Leid ertragen. Sinell kränkelte schon lange, bevor er dann im Februar 1685 starb und Ernst Graf von Trautson ist also zunehmend schwächer geworden und hat sich also hier den Dompropst Franz Anton von Harrach zum Kordjutor geholt. Andere sterben überraschend. Migazzi stirbt überraschend ohne lange Krankheit. Hohenwart beispielsweise stürzt und verstirbt also dann in den Folgen des Sturzes. Bei einem Wiener Bischof weiß man das sogar genau, bei Franz Anton von Harrach, der also nicht mehr als Wiener Bischof, sondern als Salzburger Bischof stirbt, weiß man es, dass er am 18. Juli 1727 gerade dabei war, im Bett zu beten. Sein Kammerzwerg, den Sie hier sehen, Johann Franz Meichelböck, hat ihm zum Gebet geleuchtet und er stand dazu auf einem Schemel, als er dann der Salzburger Erzbischof mitten bei der Anrufung Gottes tief aufstöhnte und mit den Worten Jesus, Maria und Josef verstarb. Also man weiß über manches sehr genau. Spannend ist auch, die Wiener Bischöfe sind in den Wiener Totenbeschauprotokollen nicht konsequent, aber doch verzeichnet. Also die Stadt Wien beschaut diese Toten. Man weiß es bei Waltendorf 1680, ein Lungengeschwür und Brustapothem. Apostem wird bei ihm diagnostiziert, Sinelli, Wassersucht und genauso ist es dann bei Kolonitz gewesen. Die Brustwassersucht wird also hier in den Wiener Totenbeschauprotokollen als Todesursache angegeben.
Wichtig ist auch in der Berichterstattung über den Tod der Wiener Bischöfe die Ars Moriendi, also das wohl vorbereitete Schreiten, Hinüberschreiten in eine andere Welt. Diese geistliche Zurüstung stand also hier im Mittelpunkt der letzten Stunde vor dem Tod, der letzten Stunden vor dem Tod. Beichte, letzte Ölung, Sterbegebete der Umstehenden sollten den strengen Tod hier besänftigen. Unmittelbar nach dem Tod beginnt die Begräbnisliturgie, das Schließen des Mundes und der Augen oblag wohl dem nächsten Umfeld der Verstorbenen, wohl die Domkleriker, die Leichenwäscher in Wien, die offenbar sich rekrutierten aus den barmherzigen Brüdern, walteten dann ihres Amtes und die Leiche wurde von Barbieren und Ärzten für die Aufbahrung seziert und einbalsamiert. Das heißt, mit Balsam, Rosmarin und Salbe eingerieben, um die Zeichen der Verwesung bei der öffentlichen Präsentation möglichst zu verlangsamen. Man entnahm im Regelfall die Eingeweide, Lunge, Leber, Milz und Nieren und auch die Bergung des hoch symbolisch aufgeladenen Herzens wurde in eine eigene Kupferbehältnis hier bestattet. Herz und Eingeweide Sepultur waren in der Regelfall hier auch getrennt. Bei Glesel weiß man das auch räumlich. Also Glesel hat beispielsweise sein Herz in Wiener Neustadt bestatten lassen und der Körper ist also hier neben seiner Mutter im Stephansdom beigesetzt worden. Der solcher Art behandelte Leichnam wurde dann mit den Pontifikalgewändern bekleidet, mit der Mitra auf dem Haupt. Und man bat den verstorbenen Bischof durch 3 Tage lang im Bischofshof. Durch 3 Tage also hier auf. Die Anlegung der jurisdiktionellen Sperre ist ein sehr spannendes Unterfangen, weil hier das Domkapitel immer wieder ausgebotet wurde von der niederösterreichischen Regierung. Also nach dem Tod von Bischof Bräuner zum Beispiel hatte das Domkapitel die Gerichtssperre anlegen lassen. Der die niederösterreichischen Regierungskanzler Dr. Seitz und ein Sekretär erschienen sozusagen ergebnislos vor dem Bischofshof. Sie nahmen in weiterer Folge, und es ist ein Rechtsstreit geworden, die Sperre des Domkapitels ab und haben eine Sperre der niederösterreichischen Regierung hier angelegt. Auf jeden Fall ist es klar, mit dem Tod des Bischofs schlug die Stunde des Domkapitels und bei Migazzi würde man das auch gut sehen, da wird eine eigene kupferne Gedenkmünze über die Sedisvakanz vom Domkapitel hier auch geschlagen. Das Domkapitel wählt einen Kapitularvikar, der also geschäftsführend die Einladungen hier vorgenommen hat. Mitunter ist es auch der Domprobst gewesen, der die Einladungen zum Begräbnis hier ausgeschickt hat. Auf jeden Fall kam auf das Domkapitel eine Fülle an kommunikativen Akten zu, die gewöhnlichen Notifikationen mussten ausgeschickt werden an die weltlichen, an die geistlichen Amtsträger. Und die Kommunikation ist schnell. Also wenn Sie ins Tagebuch von Kiepenhüller-Mädchen einschauen, dann ist es natürlich immer schwierig, wann er das wirklich eingetragen hat. Aber Sie würden auf jeden Fall zu seinem Todeszeitpunkt auch den Eintrag hier finden über den verstorbenen Johann Josef Graf von Trautson oder wenn Sie ins Tagebuch des Kardinals, des Prager Kardinals, Karl Adalbert von Harrach schauen würden, dann hat er immerhin 4 Tage später nach dem Tod des Wiener Bischofs Wolfrat schon die Todesnachricht hier vermerkt. Das Domkapitel musste sehr stark auf ständische Differenz hier schauen. Also es gibt hier offenbar eine Hierarchie von Ansagen. Bei den Hochadeligen hat man mündlich vorgesprochen und man hat, wie es damals üblich gewesen wird, steht in den Berichten extra so drinnen, man musste schriftliche Invitationen auf Kartenblättern hinterlegen. Also das heißt, auf besonderem Papier musste das hinterlegt werden. Bei den kleinen Adeligen unter Anführungszeichen, also wohl nicht dem Hochadel, hat eine einfache Hinterlegung hier gereicht. Aber es sind auch bürgerliche Konduktansager hier
beauftragt worden. Es musste im Regelfall schnell gehen. Das Begräbnis erfolgte innerhalb weniger Tage, also sozusagen ist es ein sehr beschleunigtes Verfahren gewesen. Man kann im Regelfall auch keine überregionalen Zelebranten einladen. Klesl ist eine Ausnahme. Klesl stirbt also hier am 18. September 1630 und das Begräbnis ist 2 Monate später. Da geht sich das aus, dass man den Olmützer Kardinal Franz von Dietrichstein einladet. Da geht sich das aus, dass man Peter Batzmani einladet, die aber beide absagen. Keine Angst. Also sozusagen die Fußleiden oder Geschäftigkeit vorschützen oder auch wirklich haben. Es mussten Handlungen gesetzt werden, die Gasse vor dem Bischofshof war zu sperren. Die Soldaten regelten den Besuchereinlass in den Bischofshof. Der Stephansdom musste schwarz ausgeschlagen und beleuchtet werden. Das Castrum Dolores war vorzubereiten. Kerzen mussten bestellt werden. Der Prediger musste informiert werden und bestellt werden. Der Bischof war für das Begräbnis einzubekleiden. Der Dombaumeister war zu beauftragen für die Verfertigung der Grabstatt und die Gefäße von Herz und Innereien mussten zur Grabstelle gebracht werden. Die Musik musste bestellt werden und so weiter. Also es ist eine ganz große Aktivität. Oh, okay, gehen wir also. Der Ausgangspunkt ist hier ganz klar, der Bischofshof. Von hier sozusagen ist das Zentrum gewesen. Der Saal, es ist meistens der große Saal oder der Tafelsaal, ist also hier schwarz ausgeschlagen worden. Wie man sich das in etwa vorstellen kann, kann man hier sehen, beim Bischof von Walderdorf 1680. Und dann gibt es eine eigene Zugordnung, die man fürs 18. Jahrhundert schon in gedruckter Form bei Migazzi und seinen Nachfolgern vorliegen hat. Also es wird genau festgelegt, wer wo im Zug zu gehen hat. Vom Prozedere her ist es so, Sie sehen, es geht sehr rasch. Also Rummel beispielsweise stirbt am 15. März, wird am 16., 17., 18. März aufgebahrt. Das sind immer 3 Tage. Und dann am 4. Tag im Regelfall wird er hier begraben. Die Exequien schließen sich im Regelfall dann 1-2 Tage verschoben oder auch manchmal auch länger an diese Begräbnisfeierlichkeit hier an. Der Zug, der genommen wird, geht vom Bischofshof über den Lichtensteig zum Hohen Markt. Der Hohe Markt ist ein wichtiger Platz innerhalb der Stadt, weil der Hohe Markt der einzige Platz der Stadt ist, der alle 4 Stadtviertel integriert. Also alle 4 Stadtviertel schließen direkt an den Hohen Markt an. Das hängt sozusagen mit dem Wachstum der Stadt im Mittelalter hier zusammen. Bin gleich bei dir. Und dann werden die Exequien gehalten. Und da ist große Frage, also auch vorher die Frage an Kollegen Bogner. Sie haben also hier gedruckte Leichenpredigten. Die Leichenpredigten im 17. Jahrhundert noch in Latein, im 18. Jahrhundert dann immer mehr auf Deutsch. Sie haben Starprediger wie den Jesuiten Hirnschild 1680. Und es gibt eigentlich auf alle schon gedruckte Predigten, die nicht ganz klar sind, ob sie während der Exequien gehalten wurden oder danach. Manche dieser Predigten sind datiert, wo man nicht so recht weiß, ist es das Druckdatum, ist es das Datum, wo das gehalten wurde, weiß ich sozusagen viel zu wenig. Und wir haben auch für 3 Wiener Bischöfe, konnte ich das archivalisch zumindest nachweisen, den einzigen Druck, den ich gefunden habe, sehen Sie hier bei Trautzorn. 17.2, dass es Castra Dolores gegeben hat. Wenn man bei Popovic reinschaut, dann sagt die, okay, so ein Castrum Dolores dauert 4 bis 5 Wochen in der Produktion, bis man das sozusagen hergestellt hat. Das Begräbnis von Maximilian II. Musste extra verschoben werden, weil das Castrum Dolores nicht fertig geworden ist. Wann diese Castra Dolores überhaupt aufgestellt wurden, ist eine Frage. Also meine Vermutung wäre sehr stark, dass das zum 30. passiert. Also der 30. ist der rituelle Tag, also vor dem Jahrestag, wo die eigentlichen Begräbnisfeierlichkeiten hier ein Ende finden. Und letzter Punkt, dann natürlich spannend auch das Kodizil und das Testament. Wir haben für einige in den Bischofsakten sind also auch hier
die Testamente oder die Konzizile erhalten. Das ist ein hochspannender Moment. Von Salzburger weiß man das zum Beispiel, dass da also mitunter die Kammerdiener flehend vor dem sterbenden Bischof knien und sagen, sie möchten bedacht werden mit Zuwendungen. Also das ist ein sehr sensibler Akt und das ist auch etwas, was man in der Stadt stark rezipiert hat, weil hier die Legate im Regelfall auch in die Öffentlichkeit gehen. Kolonitz zum Beispiel wird sehr stark das Wiener Waisenhaus hier bedenken. Umgekehrt, bei Bräune ist es so, 1669, dass es 2 Jahre dauert, weil es große Streitigkeiten gibt. Wer gehört eigentlich zur Dienerschaft und wer nicht? Es wird also hier die Wassermauer der Und die will aber nicht zahlen. Und das finde ich wichtig. Es ist kein persönlicher Nachgehalt.